Hä? Was ist denn jetzt? Ey! 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 Na, komm! Komm! Komm, werde ich! Moin, damit herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge LSPDFA. Heute sind wir als Polizist in Bayern unterwegs. Guten Tag. Der Rosa bezahlt, den Müll können sie wegräumen. Ich bin halt ein asozialer Kopf, ne? Auf jeden Fall sind wir heute in Bayern unterwegs mit einem recht schönen Auto von Top Mods. Und zwar einem 540i. Und wir haben auch schon unseren ersten Einsatz. Und zwar ein Auto, was auf dem Seitenstreifen parkt. Gott, wie fahre ich denn hier lang? Stoppschild? Nee, doch nicht für mich. Fahren wir auf jeden Fall mal an. Junge, vergesst nicht zu liken, abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schreibt auch einen Kommentar für den Algorithmus. Und schreibt auch gerne mal rein, was ihr so feiern würdet oder ob ihr halt auch einen Fahrzeugwunsch hättet. Weil zum Beispiel, ich habe zwar noch ein, zwei Fahrzeuge, aber vielleicht habt ihr auch andere Länder. Weil ich würde jetzt eigentlich hauptsächlich Deutsch und Amerikanisch machen. Vielleicht habt ihr ja noch andere Länderwünsche. Müsst ihr mal reinschreiben. Oh. Hallo, warum parken Sie da? Bringt etwas. Was bringen Sie denn? Sie sehen nicht aus wie jemand, der was bringt. Ich habe da was, was ich machen muss. Sie parken hier, um etwas zu bringen. Schauen Sie, ich muss das für bringt zu irgendeiner Familie. Ja, schön. Kriege ich sie jetzt weg? Wir können das ganz einfach machen. Nee, ich will nicht hinten mich reinsetzen. Ich will den Typen. Geben Sie mir mal Ihre ID-Card. Dankeschön. Ich werde sie einmal schnell überprüfen. Einmal bitte Jonathan Evans, geboren 24.12.1990. Das scheint alles okay zu sein. Und einmal bitte sein Fahrzeug. Target Vehicle License Plate 94640. A traffic violation. Approach with caution. So, der Herr, Sie sind festgenommen, weil Sie werden gesucht oder so. Auf jeden Fall irgendwas Rotes wurde mir da angezeigt. Also. Sind Sie erstmal vorläufig festgenommen. Alles, was ich sagen kann und wird vor Gericht gegen Sie verwendet. Falls Sie sich kein anderer, es wird Ihnen ein Anwalt gestellt. Falls Sie sich keinen leisten können, kriegen Sie einen vom Staat. Wenn keiner da ist, wird keiner da, ne? Gut. Ich werde einmal Ihr Fahrzeug durchsuchen. Gut, ich hätte Sie sowieso verhaften müssen dafür. Gut, dann einmal bitte den großen Turbschock hierfür. Guck, da fährt der andere Münchner. Ich glaube 530D oder so ist das. Aua, lass die Sirene aus, Kollegen. Hä? Was ist denn jetzt? Ey! 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 Na, komm! Komm! Komm, werde ich! Einmal bitte eine Feuerwehreinheit. Mal schauen, das war der. Steht nicht drauf, toll. Ach Gott, ey. Dankeschön, sehr nett. Das Münchner Taxi auch immer daran. Ah, hier geht's wieder gut. Kommen Sie mal hoch. Und festgenommen, weil Sie mich angegriffen haben. Sie kennen Ihre Rechte, Sie haben ja gerade mitgehört, hoffentlich. Also. Einmal bitte eine Abholung für den Herrn, der hier mich angreifen wollte.
Und mit dem anderen BMW. So, schön. Ich warte mal auf den nächsten Einsatz. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, hab gerade einen Einsatz bekommen in einen Ladenraub. Und zwar da oben beim, wie hieß denn der Park nochmal? Ist auf jeden Fall nicht weit weg. Wir sollen damit Blaulicht anfahren, aber ohne Sirene. Damit die Täter nicht merken, wenn wir ankommen. Wurde mir auf jeden Fall gesagt, ob die Kollegen schon da sind. Kann ich natürlich nicht wissen. Wollte eigentlich gerade Leute blitzen, aber Ladenraub ist natürlich wichtiger. Ja, Kollegen sind noch gar nicht da. Dann hole ich mal eine SWAT-Unit hierzu. Warte ich kurz, bis sie kommen. Die fahren wieder den Anmarktwagen. Ja, dann nehme ich mal die Waffe raus. Weißt du, da ist ein bewaffneter Raubüberfall. Dann komm. Ja, gut, okay. Dann. Ey! Nehmen Sie die Hände hoch, sofort. Hände hoch, sofort Hände hoch. Hände hoch. Noch ein letztes Mal sage ich das. Junge, das sind drei Leute. Nicht, das wären nur zwei Täter. Boah. Alter, die Digga, die haben zusammen 30 Schuss gekriegt. Oh, schön Geld eingesammelt. So, clear. Passt. Einmal eine Ambulance und auf die Schnelle nochmal ein Fire Department. Boah, ey, das habe ich jetzt nicht erwartet. Die haben selber ihr eigenes Auto eingeschossen. Ich werde das Fahrzeug einmal durchsuchen. Mal schauen, ob hier das zugelassen ist. Target Vehicle License Plate. Ah, ist geklaut. Ja, gut, dann. Okay. Junge, was machen die? Gut, eigentlich habe ich hier gerade schon den nächsten Einsatz. Da fahre ich mal schnell hin. Ja, komm, fahr denn, komm. Schnell, 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 schnell zum nächsten Einsatz. Ach komm, jetzt kann ich hier nicht in mein Auto einsteigen. Weg, komm, 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 komm. Wir sind ja auch immer so viele Medics. Geht mal weg, komm. Ich will dich nicht überfahren. Ah, mit T. Also, jetzt habe ich eine Einstellung endlich mal verstanden. Komm, warum fährst du nach links, Alter? Sollst du nach rechts fahren, wenn die Polizei kommt? Das weiß man ja wohl. Das State Unit natürlich einmal dazu. Hallo, ich muss noch mal mit Ihnen sprechen. Hey, ich kann schon wieder nichts machen. Gib mir mal Ihre ID-Card. Ja, guten Tag, Kollegen. Warum auch immer ihr mit dem Motorrad Outfit unterwegs seid, aber ein BMW fahrt.
Gut, der Herr, Sie wissen schon, dass das nicht erlaubt ist. Mein Kollege wird es jetzt einmal festnehmen oder einer der Kollegen. Ich weiß nicht, wer jetzt gerade Bock drauf hat. Warum trägt ihr ein Motorrad-Outfit? Ich verstehe es nicht. Und dann werden sie jetzt auch abtransportiert. Der Rest wird sich auf dem Revier klären. So, Callout Sender. Jetzt glaube ich, gehe ich aber nochmal blitzen. Bis gleich. So, gerade tanken gewesen, haben wir auch schon den nächsten Callout. Und zwar ist da wohl eine Flucht oder so. Also ein Pursuit. Das Code 3. So, ist auch tatsächlich echt nah dran. Also hätte ich nicht gedacht, dass das einfach so nah ist. Ja, jetzt gibt der Stulle. Gebe ich auch mal Stulle, um hinterher zu kommen. Und ich hole. Obwohl, noch bin ich nicht da. Jetzt noch kann ich keine Einheiten holen. Gott. Ich dachte schon, ich falle mir jetzt rein. Was ist denn da? Ein Lambo. Ein Fake Lambo. Ich hole mal ein paar Local und State Units dazu. Oh, oh Gott, Kollege, Kollege, oh Gott, was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Bleiben Sie doch bitte stehen. Darf ich pinnen? Das heißt, nein, gut. Warum darf ich nie pinnen, ey? Dann muss das mal einer Kollegin machen. Ah, der fährt genau in den gleichen BMW wie ich, nur dass er die... wie heißt das? Teile da an den Seiten dran hat. Flaggen. Ich lass mal einen Spike Strip machen. Ich hoffe, ich kann da irgendwie durchfahren. So, ist aufgestellt. Oh, ich wollte ausweichen und bin jemand anderen reingefahren. Das tut mir so leid. Raus aus dem Fahrzeug. So, runter auf den Boden. Komm, jetzt mach schneller. Wir haben den ganzen Tag Zeit. So, was war denn das? Mann, hauen sie einfach ab. So. Hallo? Hallo, stehen bleiben. Hä? Hallo? Stehenbleiben. Raus da. Was wollte das werden, Alter? Nochmal abhauen oder was? So. Von der Abholung für den hier. Den Wagen hier werde ich einmal durchsuchen. Gut, die können beide gleich lange in den Knast. Einmal noch einen Abschlepper hierher. Müssen wir uns noch um den Wagen nach vorne kümmern. Habe ich den nicht irgendwie so aus Versehen gerammt? Hallo? Oh Gott, die Arme. Einmal noch eine Feuerwehr, bitte. Ich werde sie mir versuchen wieder zu beleben. Erste Hilfe. Oh, ist ja komplett kaputt, mein Auto. Da brauche ich gleich einen neuen. Ich kann nichts machen. Dankeschön. Dann kümmere ich mich mal lieber um sie. Sie ist wichtiger. Komm. Sie liegt ja doch. Dann hole ich halt nochmal Mediziner. Und ihr Fahrzeug kann ich ja dann schon mal abschleppen lassen. Mach die Sirene aus, bitte. So, die Kollegen sichern das hier alles ab. Und ich werde mal zur Polizeistation fahren und mir ein neues Auto holen. Bis gleich.
So, komm gerade aus dem Polizeikommissariat wegen meinem neuen Auto. Und kaum bin ich draußen, kriege ich sofort einen Einsatz. Irgendwie, Schatz feiert wohl. Da werde ich jetzt mal schnell hinfahren. Wenn es euch gefällt, auf jeden Fall den Like nicht vergessen. Schreibt doch auf jeden Fall in die Kommentare, wie es euch gefällt so. Warum soll ich denn hier lang fahren, Alter? So viel voll der Umweg. Auf dem Strand oder was? Gott, warum auf dem Strand? Oh. Was ist hier los? Oh nee, 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 nee. Ey, 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 ey. Ey, nimm die Waffe runter, nimm die Waffe runter, sofort, nimm die Waffe runter, nimm die Waffe runter. Was war denn das jetzt, ey? Eine Ambulanz bitte hier sofort. Also die Ambulanz kann auch nicht fahren, ne? Lol. Boah, der BMW sieht schon clean aus, ne? Hallo, hier, nicht woanders. Dankeschön. Sehr nett. Ja, genau. Hielt ihn mal. Ich glaube, der hat das eindeutig nötiger als ich. Okay, genau. Was kommt jetzt noch? Ja, hinten kann nur Kollegen lang verfolgen, irgendjemanden oder so. Oh, die haben den wieder zum Leben gebracht. Kann ich den, nehmt ihr den mit oder was ist hier los? Ja, den nehmt ihr wohl mit. Junge Kollegen, was macht denn die hier? Ja, den nehmt ihr mit. Dann fahre ich nochmal zum letzten Einsatz des heutigen Tages. Wir sehen uns dann, wenn ich oben angekommen bin. Ist ja ein bisschen weiter Weg. Oh Gott, wie ist kaputt ist mein Auto? Auf dem Weg hole ich mir noch schnell eine neue Scheibe beim Mechaniker. Bis gleich. So, gleich angekommen hier. Mal schauen, was hier passiert ist. Wenn sie mich aus der Stadt dafür rausgeholt haben, dann sollte es schon hoffentlich was Wichtiges sein. Mal schauen. Oh Gott, das war knapp. Mal schauen, was hier so abgeht. Gott, nicht so schnell, nicht so schnell. Oh, ich bin zu schnell. Ich habe eigentlich auch nicht mal einen Offroader. Nee, sag jetzt nicht, die haben mich für illegales Angeln hier. Polizei in Deutschland, ne? Hallo, hatten Sie ein Glück heute? Ja, ich habe ein paar, gefangen und die zurückgeworfen. Ah, okay, kann ich Ihre Fishing-Lizenz sehen? Sie haben keine. Sie wissen schon, was das nicht legal ist. Drehen Sie sich mal wieder um. Illegales Fischen wird tatsächlich, glaube ich, wird es mit einem Bußgeld geahndet. Sie dürfen, warte, ja. Hier, ich gebe Ihnen schnell Ihr Bußgeld. Da, 5 Millionen Dollar. In Deutschland dann halt Geld. Sie dürfen weiterlaufen. Schönen Tag noch. Dafür haben sie mich jetzt aus der Stadt geholt, ey. Aber komm, wenn man schon mal in so einer schönen Gegend ist, würde ich sagen, dass es hier mit dem Video war. Wenn es euch gefallen hat. Like und Abo nicht vergessen. Und die Glocke auch nicht vergessen. Dann schreibt einen Kommentar, ob ihr Wünsche habt, wie das Video war, was noch so kommen soll, ob ihr vielleicht auch andere Game-Wünsche habt. Und ciao.